Die Gare de Lyon erwachte. Chavan trank langsam seinen Kaffee. Lucien schlief bestimmt noch. Sie würde den Brief erst ein paar Stunden später finden. Sag, Chavan, hier deine Schlüssel. Oh, 4 Grad unter Null. Aber dir kann's ja egal sein. Du bist heute Abend in Nizza, du Glückspilz. Morgen Abend bin ich schon wieder zurück. Chavan dachte an die scheußliche Auseinandersetzung, die ihn erwartete. Er erreichte die riesige Halle, wo der Mistral abgestellt war. Leer, dunkel und metallisch glitzernd. Er schloss die Tür des Speisewagens, nahm die weiße Jacke, die für die Hinfahrt, und rieb mit dem Ärmel die Schulterstücke mit den goldenen Kordeln blank. Wenn die Scheidung erstmal ausgesprochen ist. Lucien ist 28 und ich bin 38. Jeder von uns hat Zeit, nochmal von vorn anzufangen. Morgen, Chef. Wir sind soweit. Was, schon 11 Uhr? Jetzt steht sie auf. Aber es ist noch zu früh für den Brief. Der Gare de Lyon wich erst langsam, dann schneller zurück und plötzlich kam schon die Vorstadt, wartende Autoschlangen vor roten Ampeln. Der Zug kam nach und nach auf die volle Geschwindigkeit. Es war eine Fahrt ohne Besonderheiten. Nur, dass es die erste Fahrt eines Mannes war, der gerade mit seiner Vergangenheit gebrochen hatte. Ich bin frei. Nizza schnurrte in der ersten Sonne. Es war mild und der Wind wehte angenehm sanft. Chavan genoss seinen Kaffee wie üblich im Bistro neben dem Hotel Cecile. Jemand schlug ihm auf die Schulter. Man sucht sie überall. Ja, was ist denn passiert? Der stellvertretende Chef will Sie sprechen. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Mein Onkel? Nein, Ihre Frau. Sie hat einen Unfall. Letzte Nacht. Ein Unfall? Das ist unmöglich. Sie geht abends nie weg. Doch. Die Verkehrsabteilung der Polizei von Paris hat hier angerufen. Ihre Frau muss wohl gegen einen Laternenmast geprallt sein. Sie fuhr sehr schnell. Die Zukunft hatte ihm eben die Tür vor der Nase zugeschlagen. Er hätte Junggeselle bleiben sollen oder Lucien besser nicht geheiratet. Er kannte sie schon in- und auswendig, bevor sie seine Frau wurde. Ludovic war 1960 aus Algerien zurückgekehrt und Lucien war da genau 10 Jahre alt. Er hatte sie dann 12 Jahre lang heranwachsen und allmählich erblühen sehen. Doch sie blieb immer griesgrämig und bequemte sich nur artig zu lächeln, wenn er ihr ein kleines Geschenk brachte. Irgendetwas von diesem Kitsch, den man in Bahnhöfen bekam und den er ihr gab, um sie ein bisschen zu necken. Mit 20 war Lucien seltsam anziehend geworden, mit einem Hauch von Wildheit und Scheu, wie ein misstrauisches Tier. Nur mit dir wird sie glücklich sein. Du wirst ihr helfen zu vergessen. Ich weiß, Onkel. Du hast mir das schon mal erzählt. Ach, du verstehst doch überhaupt nichts, mein kleiner Paul. Wenn du sie gesehen hättest, wie ich sie damals gesehen habe. Mutterseelen allein, vor den Überresten des niedergebrannten Gutes. Sie saß im Hof zwischen den Leichen, die Hände übereinander gelegt. Sie wartete auf wer weiß was. Vielleicht auf die Rückkehr der algerischen Partisanen. Ich hab sie mitgenommen. Und das nicht, um sie dir zu überlassen, wie du behauptest. Sie wird das Gefühl haben, dass sie nun ein zweites Mal aufgelesen wird. Die Hauptsache ist, dass sie dich liebt. Und du kannst mir glauben, das tut sie. So fing das alles an. Ich verlor meine Eltern bei einem Unfall und Lucien ihre bei einem Massaker. Wir waren beide Waisen. Aus Dankbarkeit haben sie und ich auf dem Standesamt und in der Kirche Ja gesagt. Ist meine Frau tot? Aber nein. Sie liegt im Lariboisière-Krankenhaus. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, welche Art Ihre Verletzungen sind. Man wird Ihnen dort Auskunft geben. Wo hat sich der Unfall ereignet? Der Unfall passierte am Boulevard Malesherbes, in Richtung zur Madeleine hin. Nicht die geringste Bremsspur. Der Wagen ist direkt gegen den Laternenpfahl geprallt. Und wann ist es passiert? Um 3 Uhr. 3 Uhr. In dieser Zeitangabe lag etwas Ungeheuerliches, das jeglicher Erklärung trotzte. Jemand hat uns angerufen. Anonym natürlich. Hier ist Ihre Handtasche. Es ist alles drin, auch die Papiere. Hartnäckig tauchte der Gedanke, Lucien habe versucht, Selbstmord zu begehen, in seinem Kopf auf. Und er schob ihn jedes Mal beiseite. Als behandelter Arzt muss ich Ihnen leider sagen, dass es sich um ein akutes Koma handelt.
Der Aufprall hat irgendwo im Gehirn eine Verletzung hervorgerufen, die zu einer Dezerebrierung oder anders ausgedrückt zu einem veränderten Bewusstseinszustand geführt hat. Es ist unmöglich, die weitere Entwicklung dieses Leides vorherzusagen. Madame Chavannes kann noch sehr lange bewusstlos sein. Doch sie ist, wie Sie gleich sehen werden, nicht völlig reglos. Man beobachtet Zuckungen im Gesicht, Kaubewegungen und Kontraktionen der linken Hand. Ein Verband bedeckte ihre Stirn. Sie hatte die Augen geschlossen und ihr Gesicht glich einer Pappmaché-Maske. Die Arme lagen auf der Bettdecke, die Hände waren geöffnet. Nichts an ihr regte sich. Neben dem Bett war ein Ständer mit mehreren Glasflaschen, von denen dünne Plastikschläuche in ihre Nase und unter die Bettdecke führten. Lucien. Lucien. Zu Hause schaltete er in einem Zimmer nach dem anderen das Licht an und suchte das dicke Buch. Es lag beim Fernseher. Und der Brief war noch darin. Der Umschlag war ungeöffnet. Hallo? Ja. Bist du es, Onkel? Ja. Entschuldige, wenn ich dich geweckt habe. Natürlich hast du mich geweckt. Weißt du, wie spät es ist? Es ist wegen des Jens. Sie hatte einen Unfall. Sie liegt im Krankenhaus. Im Koma. Im Koma? Ja. Und es kann Tage, sogar Wochen dauern. Wann ist das passiert? Letzte Nacht. Boulevard Malherbe, um 3 Uhr. Um 3 Uhr? Ja, meinst du um 3 Uhr morgens? Ja. Ich dachte, du könntest mir das vielleicht erklären. Ja, absolut nicht, mein armer Paul. Ich bin völlig erschlagen. Lucien scheint im Augenblick nicht in Lebensgefahr zu sein. Sie ist mit dem Wagen unterwegs gewesen und gegen einen Laternenpfahl geprallt. Also, was du mir da erzählst, ist ja merkwürdig. Mit dem Wagen? Was ist aus ihm geworden? Er ist von der Garage der Lest abgeschleppt worden. Woher weißt du das? Ich habe das auf dem Kommissariat erfahren. Ach, du hast also mit der Polizei gesprochen? Ja. Was halten die davon? Nach ihrer Auffassung war das ein ganz normaler, auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführender Unfall. Aber wenn man Lucien kennt, ist Schnellfahren undenkbar. Sie, die am Steuer immer Angst hatte. Jetzt ging es um alles oder nichts. Tod oder Genesung. Starb Lucien? Keine Probleme. Wurde sie gesund, musste er sie nach einer angemessenen Zeit dazu bringen, in eine Scheidung einzuwilligen. Aber indem er es anders und offener anfing. Zugegeben, das alles war irgendwie gemein. Es waren eben Gedanken um 2 Uhr morgens. Böse Gedanken. Vielleicht konnte der Inhalt von Luciens Tasche etwas Aufschlussreiches verraten. Ganz unten in der Tasche entdeckte er ihren Schlüsselbund. Im Seitenfach steckte noch ein Schlüsselbund. Was sollen diese Schlüssel? Diese Schlüssel müssen jemand gehören. Zwischen Führerschein und Ausweis fand er eine Einladungskarte. Galerie Berger, 40 Rue Bonaparte, Paris 6. Retrospektive der Gemälde und Zeichnungen von Vincent Borelli. Die Vernissage findet am Freitag, dem 8. Dezember 1983 um 18 Uhr statt. Aber der 8. Dezember ist doch heute. Wer hat dir diese Einladung gegeben? Der Peugeot war schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Motorhaube sah wie gespalten aus und das Innere quoll hervor. Sehen Sie sich mal die Stoßstange an. Hier. Schauen Sie mal, hier diese Eindrücke. Als ob kräftig gegen das Metall geschlagen worden wäre. Und hier, sehen Sie? Da, der linke Kotflügel ist leicht eingedrückt. Alle diese Sachen sind beredt. Die klagen an. Also, meiner Meinung nach hat sich da jemand einen Spaß draus gemacht, die arme Karre zu verfolgen und ihr immer wieder so kleine Stupse mit der Schnauze zu geben. Ja, bis ihre Frau so in Panik geriet, dass sie jede Kontrolle verlor. Wer wollte Lucien töten? Das gibt eigentlich keinen Sinn. Er blieb am Rande des Bürgersteigs stehen, verwirrt von dem Unbekannten und Widersprüchlichen, das in ihm aufstieg. Und er fragte sich, woran man erkennt, dass man jemand liebt. In der Galerie war eine Menge los. Vor den Bildern herrschte bereits großes Gedränge. Das ist die erste Periode von Borelli, die nicht ohne Reiz ist und noch durch ihn Geld bringt. Besonders seine Porträts. Ja, da ist eines, das ist umwerfend. Kommen Sie.
Das ist das Porträt von Leila. Eine Bewegung in der Menge brachte Chavanne plötzlich in die erste Reihe. Leila war Lucien? Er stand da und sträubte sich dagegen, das, was so offensichtlich war, anzunehmen. Wenn das Leila war, konnte es nicht Lucien sein. Leila, was bedeutet der Name eigentlich? Die Tochter der Nacht. Und das passt gut zu ihr. Sie wissen, dass sie arabisches Blut hat. Er fühlte sich schändlich betrogen. Wo steckte er, dieser Borelli? Am Eingang begrüßten die Besucher einen Mann, der bei Chavannes Ankunft noch nicht da gewesen war. War das vielleicht Borelli? Monsieur Borelli? Sie möchten Vincent Borelli sprechen? Hören Sie, er ist seit 18 Monaten tot. Lucien ist die Mätresse von Borelli gewesen. Ein kleiner Seitensprung, solange er das Bild malte. Und dann ist Borelli gestorben und sie hat ihn vergessen. Paul, bist du zurück? Ja. Ich habe mir das Auto angesehen. Es ist in einem schlimmen Zustand. Aber hör zu, man könnte es reparieren. Hast du mit dem Meister gesprochen? Weißt du, bist auch da gewesen? Ja, ich hatte vergessen, dir davon zu erzählen. Meinst du, sie könnte eine Freundin haben, von der sie uns noch nie erzählt hat? Schon möglich. Sie kann sehr gut den Nachmittag und Abend irgendwo verbracht haben. Und der Unfall ist auf dem Rückweg passiert. Natürlich. Der Liebhaber. Sie hat den Tag mit ihrem neuen Liebhaber verbracht. Die geheimnisvolle Lucien. Die mysteriöse Leila. Die andere Frau, Leila, war es, die ihn faszinierte. Er sagte sich vergeblich, es ist dieselbe. Er konnte es nicht lassen, sich die andere in seinen Armen vorzustellen. Erschöpft legte er sich ins Bett. Bald schlief er ein und im Schlaf suchte seine Hand nach der Frau, die er verloren hatte. Sie hat heute früh, während man sie gewaschen hat, die Augen aufgeschlagen. Inzwischen sind die Lider wieder nach unten gegangen. Sehen Sie. Chavanne befühlte sie ganz sanft. Die anderen haben den Glanz deiner Augen. Das Lachen, das Glück versprach, genießen dürfen. Oder habt ihr vor dem Porträt sitzend nur ans Vögeln gedacht? Ihr habt zusammen gefrühstückt, während ich Trottel in Richtung Dijon fuhr. Die Galerie war fast leer. Lucien war sehr schön. Diese Entdeckung überwältigte ihn. Ihre Augen, die durch einen Lidstrich noch schräger wirkten, sahen ihn träumerisch an, wie die eines gezähmten exotischen Tieres. Er suchte Borelli im Telefonbuch. Er wusste noch nicht, mit welchem Vorwand er sich am besten ankündigte. Unterwegs fiel ihm etwas ein. Es ist gar nicht so unangenehm, in die Haut eines anderen zu schlüpfen. Der ehemalige Verlobte von Leila. Ja, ich erinnere mich an diese Person. Bedauern Sie es nicht, dass Sie diese Frau nicht geheiratet haben, wenn man bereit ist, für einen Maler zu posieren. Was hat denn Monsieur Borelli getan, wenn er sie brauchte? Er hat sie angerufen. Ich weiß das. Weil er kein Geheimnis daraus machte. Er telefonierte in meinem Beisein, mit dieser und mit jener. Wir waren, was man gute Freunde nennt. All diese Telefonnummern, ich habe sie schließlich auswendig gekannt. Mein Gedächtnis verblüffte ihn immer wieder. Leila 6220796. Er rief bei der Post an, um die Adresse von 6220796 zu erfahren. Sie gehörte einem Teilnehmer namens Dominique Loiseleur, wohnhaft 160 Boulevard Pereire im 12. Arrondissement. Borelli ist seit 18 Monaten tot. Das Porträt konnte vor 2 Jahren gemalt worden sein. Also wohnte Lucien bereits so lange bei Loiseleur. 2 Jahre, vielleicht noch mehr, warum nicht? Und die ganze Zeit habe ich keinen Verdacht geschöpft. Er las rasch ein Namensschild nach dem anderen. Dominique Loiseleur, 3. Stock rechts. Eine Visitenkarte steckte über dem Namensschild. Leila Kettani. Es fehlt ihr wirklich nicht an Dreistigkeit. Sie wohnt ja unter ihrem Mädchennamen. Chavanne, es war ja wohl nicht gut genug. Chavanne drückte auf den Klingelknopf. Die Sprechanlage blieb stumm. Der Schlüssel passte wie vorausgesehen. Kissen aus weißem Leder auf einem nordafrikanischen Teppich. Ein Kupfertablett, ein niedriger Tisch. Im Schlafzimmer machte er eine Entdeckung, die ihn etwas schockierte. Das Bett war rund. Er kam zum Badezimmer. Rosafarbene Kacheln, rosafarbene Badewanne, Waschbecken ebenfalls in rosa. Ein Schminktisch voller Dosentuben und Fläschchen. 2 Perücken auf Wachsköpfen. Alles Dinge, die Chavanne auszuschließen schienen. Der Kleiderschrank enthielt eine Fülle von Kleidern, Mänteln, Pelzen, Schuhen. Für den Tag und den Abend, aber nicht ein einziges männliches Kleidungsstück.
Chavan nahm einen Pelz vom Bügel und hielt ihn gegen das Licht der Wandleuchter. Sibirisch Schlamm. Das kostet ein Mehrfaches meines Monatsgehaltes. Neben dem Telefon lag ein kleines, in Saffianleder gebundenes Notizbuch. Sofort fiel ihm auf, dass bestimmte Tage mit einem Kreuz versehen waren. Er überlegte und verglich die Daten. Kein Zweifel, die mit einem Kreuz gekennzeichneten Tage waren jene gewesen, die er im Zug verbracht hatte. Schluss mit Leila. Ich war um 5 kurz bei ihr. Und? Nichts. Immer dasselbe. Sie scheint zu schlafen. Sie hat das Gesicht eines kleinen Mädchens. Um 9:30 stand er wieder am Boulevard Perrier. Er trat in die Eingangshalle und entdeckte hinter der Glasscheibe des Briefkastens einen hellen Umschlag. Er enthielt ein einfaches, zusammengefaltetes Blatt. Liebe Leila, ich möchte Sie sehen. Versuchen Sie am Sonntag gegen Mitternacht in Milord vorbeizukommen. Ihr Fred. Am Sonntag? Normalerweise bin ich da im Mistral unterwegs. Und warum gerade um Mitternacht? Leila war also nachts noch unterwegs. Er hatte jetzt genug von all den Geheimnissen und Rätseln. Mit einem Messer machte er sich daran, ein verschlossenes Schränkchen aufzubrechen. Etwas seidenweiches, fellartiges fiel ihm entgegen. Vor ihm auf dem Teppichboden lag ein rostroter Teddybär mit weißen Sohlen, der ihm Arme und Beine entgegenstreckte und ihn mit seinen Glasaugen fest ansah. Dann holte er von ganz hinten eine Mini-Nähmaschine hervor, ein Unterseeboot, ein Feuerwehrauto mit Leiter und noch mehr Spielzeug, das alles nur Lilliput-Ausmaße besaß. Vergnügt sich Leila noch mit solchen Sachen wie ein Kind? Was soll das? Er bemerkte, dass man den Bären am Rücken mit einem Reißverschluss wie eine Tasche öffnen konnte. Mit einem Ruck schlitzte er das Tier auf. Der Bär verbarg in seinem Innern Bündel von Banknoten. Fast uninteressiert zählte er die Scheine. 60.000 Franc. Chavan wunderte sich über nichts mehr. Seine Finger ertasteten einen Umschlag. Ich, die Unterzeichnende Leonie Rousseau, bestätige, dass ich Madame Leila Kitani den Betrag von 55.000 Francs schulde und mich dazu verpflichte, ihn innerhalb von 6 Monaten zurückzuzahlen. Paris, den 1. Juli 1980, Leonie Rousseau. 60.000 plus 55.000 macht 115.000 Francs. Dabei hast du dich immer bei mir beschwert, knapp bei Kasse zu sein. Warum hast du nicht Leila angepumpt? Sie verlieh doch Geld. Zu welchem Zins wohl? Im Wirrwarr seiner Gedanken gewann eine Mordhypothese nach und nach die Oberhand. Das Geld? Ja, das erklärt alles. Ein Schuldner in verzweifelter Lage. Chavan ging ins Badezimmer und setzte sich an den Schminktisch. Er legte sich die blonde Perücke über die Faust, drehte sie langsam nach allen Seiten, nahm einen Kamm aus der Schale und fuhr damit ganz behutsam durch die Haare, die schimmerten, als wären sie von einer lebendigen Person. Diese Perücke war alles, was ihm von Leila blieb. Er stopfte sie unvermittelt in seine Jackentasche. Die Untersuchungen haben uns keine weiteren Aufschlüsse gebracht. Sie hat leichtes Fieber. Ihr Blutdruck ist sehr niedrig. Chavan berührte die Stirn seiner Frau. Hat sie noch Chancen? Der Doktor gibt nicht auf. Lautlos verließ Marie-Ange das Zimmer. Chavan beugte sich zu der Bewusstlosen hinab. Hatte sie sich nicht eben bewegt? Unmöglich. Er streichelte die blonde Perücke in seiner Tasche. Nur für eine Minute lang wissen, wie Lucienne aussah, als sie diese Perücke trug. Entschlossen zog er mit einem Ruck die Perücke hervor und schob sie ihr, ohne dass er so recht wusste, was er tat, über den Verband, der Stirn und Ohren seiner Frau verdeckte. Das Ergebnis ließ ihn zurückschrecken. Diese grauen Lippen und eingefallenen Wangen, diese geschlossenen Augen. Und dann, wie eine Krone über dem vom Tod geweihten Gesicht, die strahlende Lebendigkeit der goldenen Locken. Das ist schmutzig von mir. Das ist gemein. Verzeih mir. Verzeih. Fred war hager, glatt rasiert und wirkte ziemlich heruntergekommen. Ich komme von Leila. Und? Können Sie mir nicht was ausrichten? Sie bittet um Entschuldigung. Na gut,
Ist das alles? Fred schrieb mit zitternder Hand zwei Worte auf ein Papier. Es eilt. Hier. Ist das alles? Ja. Sie versteht es schon. Das Bild Freds blieb Chavan deutlich in Erinnerung. Er hatte die verzweifelte Art eines Menschen, der hergekommen war, weil er etwas brauchte. Geld. Jedenfalls bin ich nicht viel weiter. Chavan hatte den Wunsch, in Lailas Bett zu schlafen, dieses Appartement mit Beschlag zu belegen. Er schlich zur Tür und sah seltsam verzerrt durch die Wirkung des Türspions einen Mann im langhaarigen Pelzmantel. Wer sind Sie? Ein Freund von Laila. Und Sie? Auch ein Freund? Sie ist nicht da. Im Augenblick bin ich der Hausherr. Der Mann trug einen Bürstenhaarschnitt und wirkte wie ein Genießer. Chavan tischte ihm seine Story auf. Flughafenwiedersehen mit Laila Gabun. Ich weiß nicht, wann sie zurückkommt. Richten Sie ihr aus. Patrice Mansell hätte sie sehen wollen. Mansell. Ich bin ein alter Kunde. Ein alter Kunde? Sie sind lange Zeit in Gabun gewesen. 7 Jahre. Und Sie haben nie Heimaturlaub genommen? Nein. Sie haben Laila erst heute bei der Ankunft wiedergesehen, ich begreife. Und früher war sie wohl Ihre Freundin. Ich wollte sie heiraten. Ein Glück, dass Sie es nicht getan haben. Sie ist inzwischen die Geliebte von vielen Männern. Das heißt also, ich brauche nur bei ihr anzurufen? Genau. Ja, ein Callgirl. Nein, das stimmt nicht so ganz. Sie ist dazu nicht verfügbar genug. Sie hat nur an einigen Tagen in der Woche Zeit. Vielleicht ist sie verheiratet. Nein, sie ist Witwe. Wie bitte? Sie war irgendwann mal mit einem unbedeutenden kleinen Angestellten verheiratet. Und wie ist sie auf das hier gekommen? Die Zeiten sind hart, Monsieur. Und wenn man eine hübsche Frau ist und das Geld liebt, bleiben einem gar nicht so viele Möglichkeiten. Kann ich Ihnen was anbieten? Nein, nein, es ist doch an mir. Ja, Sie vergessen Sie nicht, ich kenne mich in der Wohnung aus. Ich habe sogar meine eigene Flasche Geneva. Prost! Das wird Sie aufrichten. Beste Sorte. Lailas Lieblingsgetränk. Lucien, die Alkohol verabscheute. Verdient sie viel Geld? Normalerweise ist sie an 3 Tagen in der Woche frei. Vormittags empfängt sie mich, sonst niemanden. Und nehmen wir mal an, für den Rest des Tages hat sie noch 2 bis 3 Besucher, nicht mehr. Denn sie lässt sich Zeit. So, nun rechnen Sie mal. Es muss noch jemanden im Hintergrund geben, der das Geld ausspuckt, wenn sie verschwindet. Mit dem sie zusammen ist. Vielleicht außerhalb von Paris. Ein schönes Anwesen. Mit Gärtner. Sie reitet vielleicht auch. Chavan hatte genug. Er wollte mit niemandem mehr reden. Als er am übernächsten Tag auf dem Weg zum Dienst war, spürte er, dass nichts mehr wie früher sein würde. Wenn sich Lucien bei mir so langweilte, warum hat sie nicht als erste die Initiative zur Scheidung ergriffen? Denn eigentlich ist das die Frage aller Fragen. Geschieden und damit frei, hätte sie 2-mal so viel verdienen können. Nichts hatte sich in der Wohnung verändert. Er drehte die goldenen Wasserhähne der Badewanne auf und rief Ludovic an. Wie geht es ihr? Die Ärzte reden von einem stabilen Koma. Wenn dieser Zustand anhält, dann muss ich sie mit nach Hause nehmen. Was war das für eine Frau, die man ihm da zurückgab? Vielleicht zeitlebens ein Pflegefall. Mindest ein gealtertes, zerstörtes Wesen. Laila! Bist du da? Warum antwortest du nicht? Die junge Frau, die im Badezimmer erschien, stieß beinahe einen Schrei aus, als sie Chavan durch den Dunst sah. Wer sind Sie? Und Sie? Ich bin Dominique. Und ich? Ein Freund von Laila. Haben Sie keine Angst? Ich habe keine Angst. Ich habe schon andere hier gesehen. Aber ich möchte gerne wissen, wie Sie hier hereingekommen sind. Laila hat mir ihre Schlüssel gegeben. Wie war doch Ihr Name? Matthäi. Georges Matthäi. Und Sie behaupten, ein Freund von Laila zu sein? Sie hat mir nie von Ihnen erzählt. Weil ich in Gabun war. Und ich bin gerade erst nach Frankreich zurückgekehrt. Sie musterte ihn, ohne im Geringsten durch seine Nacktheit irritiert zu sein. Für jemanden, der gerade aus Afrika zurückkommt, sind Sie aber sehr blass. Ich werde Ihnen alles erklären. Das will ich aber auch hoffen. Denn ich werde Laila erzählen, was ich von Ihnen halte. Los, kommen Sie da raus. Sie können die verschämte Jungfrau ein andermal spielen. Chavan machte Verrenkungen, um aus der Badewanne zu steigen. Mein
meine Güte, sind Sie vielleicht komisch. Dominique Loiseleur, eine Frau. Sein ganzes Hypothesengebäude brach zusammen. Eine hübsche Frau übrigens. Wo haben Sie sie denn zuletzt gesehen? Gestern Abend auf dem Flughafen Orly. Wie? Sie hat sie erwartet? Ja, ich habe ihr geschrieben. Davon hat sie mir überhaupt nichts gesagt. Sind Sie... Kennen Sie sie schon lange? Oh, seit mindestens 7 Jahren. Ich habe sie bei Freunden kennengelernt, kurz vor meiner Abreise. Da hat es mich ganz schön erwischt. Merkwürdig, diese Wirkung, die sie auf Männer hat. Und wie fanden Sie sie bei Ihrem Wiedersehen? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass sie ein bisschen zu sehr... Na, Sie wissen schon. Ich verstehe nicht. Alles habe ich ihr beibringen müssen. Auch der Name Laila ist mir eingefallen. Das heißt nämlich auf Algerisch Mädchen der Nacht. Gute Idee, finden Sie nicht? Ihre Mutter stammte nämlich von Berbern ab, wussten Sie das? Und dann musste ich ihr noch zeigen, wie sie sich anziehen soll, um ihren Stil persönlich zu unterstreichen. Ja, ich habe sie zu dem gemacht, was sie ist. Sie wohnen hier mit ihr zusammen? Oh nein. Ich habe ihr das Appartement mit der ganzen Einrichtung vermietet. Ist nicht übel, müssen Sie zugeben. Alles gehört mir. Außerdem Bilder, das sind Geschenke, wie Sie sich vorstellen können. Sie würde sich nie ein Gemälde kaufen. Dazu ist sie viel zu knauserig. Aber reden wir doch von Ihnen. Ach, ich... Da gibt's nichts Interessantes zu erzählen. Sie sind wie Laila. Ihr beide hättet ein schönes Paar abgegeben. Lucien hat gar keinen festen Liebhaber. Seit Tagen habe ich einen Schatten verfolgt. Essen Sie noch ein paar Austern. Das kann Ihrer Figur nicht schaden. Nicht übel, meine Figur. Gefällt sie Ihnen? Ah, ich sehe schon, es ist Ihnen egal. Sie interessiert nur eins, Laila. Na gut, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Ihr Vater war reich. Wenn nicht dieses Massaker passiert wäre, dann hätte Laila als gute Partie dagestanden. Doch sie ist dann von einem älteren Mann aufgelesen worden, der sie nach Frankreich mitgenommen hat. Wo haben Sie Laila kennengelernt? In einem Kaufhaus. Wir standen nebeneinander, einfach so. Das Leben ist schon komisch. Tja, dann haben wir uns angesehen. Sie sah etwas verloren aus. Tja, ich habe sie dann mit zu mir genommen. Wir haben gequatscht. Man konnte gleich sehen, dass es ihr nicht rosig ging. Ich habe ihr gesagt, mach's wie ich. Du wirst sehen, wenn du erst mal den Sprung getan hast. Und? Ist sie gesprungen? Oh nein, nicht sofort. Sie hatte Angst vor dem Typ, der sie aufgelesen und adoptiert hat. Doch schließlich hat sie sich durchgerungen. Ich kenne ja eine Menge Leute. Und ich habe sie rumgereicht. Das war ja großzügig von Ihnen. Man muss sich doch gegenseitig unter die Arme greifen. Sie ist das Mädchen, das so viel Unglück erlebt hat. Das macht sie interessant. Auf diese Weise verschaffte sie sich einen Kundenstamm von alten Herren, von denen jeder ihr Vater sein könnte. Vielleicht war sie wirklich unglücklich verheiratet. Naja, sie hat sich womöglich revanchieren wollen. Wieder ein Wort, das Chavanne bis ins Innerste traf. Weißt du, die Vergangenheit ist wie eine schlafende Katze. Wenn du sie wächst, dann versetzt sie dir einen Hieb mit den Krallen. Komm, vergiss Laila. Sie haben recht. Armer Schatz, komm, ich nehme dich mit. Von diesem Augenblick an verlor Chavanne jedes Zeitgefühl. Jede Abfahrt war für ihn eine Qual, die Rückkehr nach Paris eine Freude. Kaum war er zu Hause, stürzte er zum Telefon, ließ es lange klingeln und sagte sich immer wieder: Sie wird gleich kommen. Sie kann nicht weit sein. Und wenn dann abgehoben wurde, lockerte sich die unsichtbare Hand um seinen Hals, die ihn zu ersticken drohte. Dominique, Laila, Lucien, er liebte sie alle drei und er hasste sie abwechselnd. Die Tage zogen an ihm vorüber wie die Bahnhöfe, die der Mistral durcheilte und die sich mit ihren Gepäckkarren, ihren Lichtern und verlassenen Bahnsteigen in der Nacht verloren. Dominique gewährte ihm ihre gute Laune, ihre lustigen Bemerkungen und freundschaftlichen Zärtlichkeiten, die manchmal wie Leidenschaft wirkten. Das gehörte zum Vertrag. Und als Gegenleistung zahlte er, und nicht zu knapp, mit Lailas Geld. Es war Laila, die ihm seine Tête-à-tête mit Dominique schenkte. Und wenn das Geld aufgebraucht war, würde ihn Dominique fortschicken. Und dann? Du möchtest nicht, dass ich bleibe? Nein. Stell dir vor, ich habe Lust, allein zu sein. Gehe ich dir auf die Nerven? Genau. Gehst mir auf die Nerven. Sie stieß ihn hinaus. Er lief im Regen zum Arc de Triomphe und Kummer und Wut machten ihn fast besinnungslos.
Entschuldige bitte, Onkel. Ich hätte mich früher melden sollen, aber der Zug hatte Verspätung. Gibt's was Neues? Ja, Lysiens Zimmer wird gebracht. Der Arzt sagt, ihr Gehirn ist tot. Ich kümmere mich um die Krankenschwester, oder besser um zwei, denn wir brauchen ja auch eine für die Nacht. Es kostet zwar eine Menge, aber was willst du machen? Für einige Wochen oder Monate wird es schon gehen. Es ist verloren, die arme Kleine. Und weißt du, ich wünschte, dass sie es bald hinter sich hätte. Es wäre besser für sie. Und auch für uns. Lucien zu Hause. Das Krankenhaus in der Wohnung. Ständig eine Krankenschwester um mich herum. Und Ludovic ganz zu schweigen. Nicht einmal die Möglichkeit, ungestört zu telefonieren. Was habe ich Ihnen denn bloß getan, lieber Gott? Die Verlegung fand am Samstag statt, als Chavanne auf der Höhe von Saint die Gemüseplatte servierte. Bei seiner Rückkehr fand er die Wohnung verwandelt. Im Wohnzimmer stand ein Klappbett. Dort sollte er schlafen, wenn er dienstfrei hatte, während Ludovic zu Hause blieb. Und wenn er auf Fahrt war, sollte Ludovic ihn vertreten. Lucien war immer noch furchtbar reglos, das Gesicht so weiß wie das Kopfkissen. An dem Ständer hing nur noch eine Infusionsflasche. Dieses Gerät wirkte in der vertrauten Umgebung des Schlafzimmers unheilverkündend. In 4 Stunden ist sie leer. Dann wird sie ausgewechselt. Aber ich habe das alles in dem Heft da aufgeschrieben. François, die Krankenschwester, kümmert sich um alles. Sei beruhigt. Es ist sowieso nicht nötig, Lucien ständig im Auge zu behalten. Wenn die hygienischen Maßnahmen erledigt sind, braucht man nur hin und wieder einen Blick auf sie zu werfen und die Flaschen auszuwechseln. Unter uns? Wir werden natürlich alles tun, doch das ändert nichts mehr. Die Person dort ist nicht mehr Lucien. Der arme Kleine. Ich gehe jetzt, Paul. Ja, Dominique? Können wir uns sehen? Nicht heute Abend, mein Schatz. Tut mir leid. Morgen Abend? Unmöglich. Ich bin mit einem sehr anspruchsvollen Argentinier zusammen. Sehr gut aussehender Mann. Angenehme Manieren und alles. Du solltest ihn kennenlernen. Huch! Als er 2 Stunden später François dabei helfen musste, Lucien zu waschen, spürte er angesichts dieses abgemagerten Körpers, der schlaff wie eine Stoffpuppe war, die Tränen in ihm hochstiegen. Tränen über wen? Er wusste es nicht. Er kehrte zum Boulevard Pereire zurück. Er war erschöpft und hoffte auf einen erholsamen Schlaf in Lailas rundem Bett. Im Briefkasten steckte ein Zettel. Es war Freds Schrift, völlig zittrig und krakelig. Ich kann nicht mehr. Braucht Fred Geld? Dann hätte er sich bestimmt anders ausgedrückt. Chavanne wollte endlich Bescheid wissen. Erkennen Sie mich nicht? Warten Sie einen Augenblick. Sie sind der Freund von Laila. Wo ist sie? Hat sie Sie geschickt? Nein, sie hat mich nicht geschickt. Sie ist noch nicht zurück. Dann hat sie sich schnappen lassen. Schnappen lassen? Von wem? Freds Augen waren blutunterlaufen und seine Hände öffneten und schlossen sich. Unkontrolliert. Wenn Sie auch zu denen gehören, dann nehmen Sie mich fest. Aber ich verstehe nicht. Ich bin Lailas Freund, das ist alles. Ich bin am Ende. Sind Sie kein Bulle? Nein. Sie wissen nicht, was mir Laila jede Woche heimlich zugesteckt hat? Nee? Nein. Sie hat mir ein bisschen Edge geliefert. Ja, nur einen kleinen Hit. Nur um die Zwischenzeit zu überbrücken, denn ich habe noch einen anderen Händler. H? Sie meinen Heroin? Na klar. So gar nicht mal so schlecht. Chavanne fühlte sich wie betrunken. Laila handelte mit Rauschgift? Natürlich, sie gehörte zu einem Kreis, der auf gewisse Weise der Unterwelt glich. Er hätte es ahnen müssen. Eine Frau, die dieses Metier ausübt, wird schnell kontaktiert, unter Druck gesetzt und bedroht. Sie muss dann mitmachen, ob sie will oder nicht. Und wenn sie unglücklicherweise nicht folgsam genug ist, dann lässt man sie gegen einen Laternenpfahl fahren. Langsam klärte sich alles.
Gehört sie zu einem Ring? Überhaupt nicht. Sie ist die unabhängigste Person, die ich kenne. Sie hat ein kleines Geschäft auf die Beine gestellt. Soweit ich Bescheid weiß, hat sie jemand in Nizza, der jede Woche eine winzige Menge Age zukommen lässt. Sie verkauft es dann hier. Wahrscheinlich hat sie einige diskrete Stammkunden. Da gibt's kein großes Risiko. Chavan ging schnell ein paar Hypothesen durch. Keine hielt stand. Er war sicher, dass Lucien, wenn er dienstfrei hatte, nicht das Haus verließ. Und wenn er auf Fahrt war, nahm sie regelmäßig das Flugzeug nach Nizza mit dem Risiko, langsam aber sicher aufzufallen? Undenkbar. Aber ein Händler oder ein Komplize musste das Zeug doch nach Paris bringen. Sie hat mir versichert, sie hätte da einen Trick. Ja, aber das Zeug kommt doch nicht von ganz allein. Inzwischen glaube ich das beinahe. Der Einfall kam ihm, als er im Mistral auf dem Weg nach Nizza war. Niemand bringt die Droge, niemand holt sie. Und trotzdem zirkuliert sie ohne Schwierigkeiten zwischen Nizza und Paris. Entweder erzählte Fred Märchen, oder... In diesem Moment begriff er. Aber natürlich pendelt jemand hin und her. Ich selbst. Das ist die Erklärung dafür, warum Lucien mit mir zusammenlebt. Niemals würde sie eine Scheidung akzeptieren. Sie brauchte mich, diesen immer wieder verschwindenden Ehemann, der ihr in regelmäßigen Abständen einige Gramm Stoff mitbrachte, die sie anschließend ohne Schwierigkeiten verkaufte. Die Tausende in Teddybär, das war ein Taschengeld. Den größten Teil des Kapitals musste sie verliehen haben, wie der Schuldschein bewies. In Nizza nahm er sich sein Köfferchen vor, leerte es, prüfte die Seiten, den Boden, den Deckel. Vergeblich. Er holte seine weiße Jacke hervor und plötzlich dachte er an die Epauletten. Eine dicke goldene Tresse war jedenfalls auf eine blaue Plakette genäht, die als Unterlage diente. Diese Tresse, wenn sie hohl ist. Er löste die Epauletten, die mit Druckknöpfen an der Jacke befestigt waren, fuhr mit dem Finger über die verschlungenen Schnüre und entdeckte auf der Seite eine Art winzigen Plastikkorken, den er nur mit viel Mühe abziehen konnte. Die Tresse bildete ein Röhrchen und darin lag das weiße Pulver. Wozu braucht sie das Geld? Im Grunde gab sie doch wenig aus. Das Appartement auf dem Boulevard Perrier gehört ihr nicht. Ihre Kleidung und ihre Pelze stellen bei weitem kein großes Kapital dar. Warum machte sie diesen elenden Drogenhandel? Chavan begriff es nicht. Dass Lucien von Dominiques Beispiel ermutigt der Versuchung erlegen war, ans leichte Geld zu kommen, das konnte er sich noch vorstellen. Doch sofort erhob sich die Gegenfrage. Warum legte Lucien ihren Verdienst auf die hohe Kante? Das Liebesgewerbe war für sie nur ein Mittel zum Zweck. Für dieses Metier war sie nicht einmal besonders begabt, das sagten sogar ihre Liebhaber. Warum machte sie trotzdem weiter? War Lucien eine Neurotikerin? Vielleicht wollte sie allein in einer Welt leben, in der sie ihr Spielzeug und ihre Jugend wiederfand, die man ihr Interessen hatte. Denn dieses in dem Schränkchen versteckte Spielzeug muss etwas bedeuten. Chavan begann, eine schemenhafte Wahrheit, schwach wie das Licht am Ende eines Tunnels, zu ahnen. Und er begriff, dass Lucien vielleicht gar kein Ungeheuer war, sondern ein kleines Mädchen, verloren unter Menschen, die sie nicht beachteten und rücksichtslos ihre eigenen Wege gingen. Zum ersten Mal empfand Chavan Mitleid für sie und spürte, wie sehr er sie im Stich gelassen hatte. Er hatte seine Nachforschungen voller Wut unternommen, mit der Absicht, Lucien zu demütigen, um sich besser von ihr lösen und um sie verachten zu können. Nein, Lucien in gewisser Weise unschuldig. Unmöglich. Als er in Paris den Mistral verließ, konnte sein Gehirn immer noch keinen klaren Gedanken fassen. Ludovic schlief im Wohnzimmer. Ich habe auf dich gewartet. Was Neues? Nein. Der Arzt war gestern hier. Der gehört zu der neuen Generation. Die glaubt, es sei grausam, jemand am Leben zu erhalten, der eigentlich schon tot ist. Chavan ging ins Schlafzimmer. Die Krankenschwester las. Er betrachtete Lucien, als sei es das erste Mal. Ihre Knochen traten hervor. Die leicht geöffneten Lippen ließen ein wenig die Zähne sehen. Er dachte an die junge Frau auf dem Bild. Welche der beiden war die richtige? Er ging um das Bett herum und küsste sie sanft auf die geschlossenen Augenlider, die nicht reagierten. Dann streichelte er ihre linke Hand und bemerkte dabei, dass Lucien keinen Ehering mehr trug. Seit wann? Seit dem Unfall? Oder hat sie ihn schon früher verloren? Es war ihm zuzutrauen, dass er neben ihr gelebt hatte, ohne dass es ihm aufgefallen wäre. Am nächsten Morgen fuhr er zum Boulevard Perrier. Im Briefkasten steckte eine Nachricht für Leila. Ich bin für mehrere Tage in Paris, komme am Donnerstagnachmittag gegen 4 Uhr bei Ihnen vorbei.
würde gern wissen, ob Ihnen das neue Spiel gefällt. Herzlichst. Name und Adresse des Absenders überraschten Chavan. Felix der Hahn, Michelsestenweg 120, Antwerpen. Chavan öffnete das Fach, das für Drucksachen bestimmt war. Ein flaches Päckchen fiel ihm entgegen. Er sah auf die Briefmarken. Ein Mann schickte aus Belgien Spielzeug. Was ist denn das wieder für ein Rätsel? In der Küche öffnete er die Schachtel. Es war ein Geduldsspiel. Jedes Puzzle zeigte in viele verschlungene Teile zerschnitten eine nordische Landschaft. Warum fragt dieser der Hahn Leila nach ihrer Meinung? Komm am Donnerstag. Heute ist ja Donnerstag. Hier bei Dominik. Kann ich bitte Dominik sprechen? Madame ist verreist. Der Hahn war ein großer Kerl um die 40. Das tut mir aber leid mit dem Unfall. Könnte ich Sie vielleicht besuchen? Das ist im Augenblick nicht möglich. Seht ihr einen Verwandter? Ihr Vetter ersten Grades. Ich habe ihr Päckchen geöffnet, aber ich begreife nicht, was hatte meine Cousine mit diesem Geduldsspiel zu tun? Ich besitze eine Spielzeugfabrik in Romwehr. Leila ist eine enge Freundin von mir. Ich besuche sie immer, wenn ich in Paris bin. Sie hat eine Menge Geld in mein Unternehmen investiert. Außerdem habe ich sofort ihrem Urteil vertraut und schicke ihr regelmäßig unsere Muster, um zu erfahren, was sie davon hält. Ich frage mich, warum sie sich gerade für Spielzeug interessiert hat. Sie ist ein kleines Mädchen, das noch immer in der Kindheit lebt. Ich muss gestehen, ich begreife nicht ganz. Zugegeben, da war ja diese Tragödie in ihrer Jugend, aber... Ja, sie erzählte mir davon. Das hat sie fürchterlich gezeichnet. Etwas hat sich in ihr nicht weiterentwickelt. Ist in diesem Augenblick blockiert worden. Eines Tages erklärte sie mir, sie wolle nie ein Kind haben, weil es ein Verbrechen sei, Leben zu gebären. Das hat sie ihm gesagt. Ja. Andererseits aber sah ich mit meinen eigenen Augen, wie sie vor einem kleinen Spielzeugkaninchen, das die Trommeln schlug, begeistert in die Hände klatschte. Sie hätte gerne einen Spielzeugladen besessen. Ich hatte sogar schon etwas für sie in Aussicht. In Anvers. In Anvers? Mhm. Sie sagte, in Frankreich hält mich nichts. Aha. Ist sie habgierig? Nein. Meiner Meinung nach hat sie immer ein riesiges Bedürfnis nach Sicherheit gehabt. Geld ist eine Art Schutzschicht für sie. Ein Wall, ein Wärmeschwender. Verstehen Sie? Ja, allmählich. Sie lebte immer in Angst. Eine Angst, die sie in ihrem Bauch trug, wie ein Fötus. Ach, hören Sie auf. Man könnte glauben, sie lieben sie. Das stimmt. Sie verdient es. Sie ist so einsam. Plötzlich spürte er das Bedürfnis, sie wiederzusehen. Hals über Kopf kehrte er nach Hause zurück, als befürchte er, sie nicht mehr anzutreffen. Sie lag ausgestreckt auf dem Rücken, genauso wie er sie verlassen hatte. Die Krankenschwester strickte. Chavan setzte sich dicht ans Bett. Ich bin's, Lucien. Ich verspreche dir, ich werde dich nicht mehr verlassen. Eine Menschenmenge wartete auf den Mistral in Marseille. Der Speisewagen füllte sich schnell. Chavan wies ihnen die noch freien Plätze zu. Plötzlich sah er Dominique. Ihre Blicke begegneten sich und Chavan erlebte eine abscheuliche Sekunde. Doch durch sein jahrelanges Training konnte er seine Panik überspielen. Wir sind drei. Bitte, dort drüben ist noch Platz frei. Chavan flüchtete sich in die Küche. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Er schwitzte wie ein Schauspieler, der, als der Vorhang sich hebt, seinen Text nicht mehr weiß. Sie wird sich über mich lustig machen. Der Mann aus Gabun, der reiche Heimkehrer aus den Kolonien. Dabei bin ich nur ein Kellner. Chavan nahm eine Gemüseplatte und ging wieder hinein. Aus den Augenwinkeln beobachtete er Dominique. Mit nervösen Handbewegungen zerkrümelte sie ihr Brot. Sie sah ihn an, als kenne sie ihn nicht. Wir nehmen Lamm. Das Duell würde bei der Abrechnung stattfinden, wenn er sich länger am Tisch aufhielt. Er setzte seine ganze Kraft ein, um seine Augen nicht zu senken. Sie gab als Erste nach und füllte den Scheck aus, langsam mit einer aufreizenden Sorgfalt. Dann reichte sie ihn Chavan mit den Fingerspitzen, als fürchte sie, sich zu beschmutzen. Und ihr Lächeln war beleidigender als eine Ohrfeige. Unbewegt prüfte Chavan den Scheck, las die Unterschrift Leonie Rousseau. Beinahe hätte er sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich geirrt hatte. Plötzlich verstand er alles, sah alles in einer Art klarer Trance. Dominique heißt nicht Loiseleur, sie ist diese Rousseau. Dominique Loiseleur, das ist ihr Deckname.
Ihr Notenname. Sie haben Ihr Trinkgeld vergessen. Vielen Dank, Madame. Die Geldleiherin, die den Schuldschein mit ihrem wahren Namen unterschrieben hatte, Leonie Rousseau, die Leila 50.000 Francs schuldete, war Dominique. Und es war auch Dominique, die den Peugeot gegen den Laternenpfahl gedrängt hatte, weil sie eine Rivalin loswerden wollte, die mehr als sie selbst verdiente und der sie ihre Schulden zurückzahlen musste. Aber da war noch etwas, das schlimmer war als alles andere. Weil Dominique den Unfall selber verursacht hatte, wusste sie sofort, dass Leila niemanden auf dem Flughafen erwartet hatte. Vom ersten Augenblick an war ihr klar, dass dieser angebliche Freund von Leila, dieser Heimkehrer aus Gabun, nur ein Betrüger sein konnte. Wie hat sie mich an der Nase herumgeführt? Mit welcher boshaften Raffinesse? Das tut weh. Eine Stunde nach der Ankunft in Paris fuhr Chavanne zu Dominique. Sie war noch nicht nach Hause gekommen. Er versteckte sich im Treppenhaus in der Nähe ihrer Tür. Dann machte er das Licht an. Jetzt wäre jede andere Frau zurückgewichen. Ach, Chavanne, was willst du noch hier? Ich habe keine Lust auf Diskussionen, überhaupt keine. Sie suchte in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel und ging mit einem Schulterzucken an Chavanne vorbei. Ich habe genug von deinem Gewäsch. Er hielt sie zurück. Lass mich mit reinkommen. Mit einer abrupten Bewegung riss sie sich los. Damit du mir wieder von deiner guten Leila die Ohren voll quatschst. Ist doch nicht mein Fehler, wenn sie dich fallen ließ. Fahr doch zu ihr. Du reist ja kostenlos. Sie stieß ihn zurück. Er drängte sich hinter ihr in die Wohnung. Das ist ja wohl die Höhe. Wenn du nicht sofort abhaust, dann schreie ich. Seine Hand fuhr ganz von selbst nach vorne und umschloss Dominiques Hals. Na gut, schrei, schrei. Was hindert dich? Schrei doch, du Hure. Seine Finger krallten sich um ihren Hals. Du warst es. Du hast sie getötet. Du warst es. Dominique hatte schon lange aufgehört, sich zu wehren, als Chavannes Hände sich von ihrem Hals lösten. Sie sank zu Boden. Ich hab sie erwürgt. So einfach ist das also. Allmählich wurde ihm die Situation bewusst. Es war nicht nötig, die Polizei zu alarmieren. Dominiques Cousine würde alles veranlassen. Niemand würde sich darüber wundern. Eine Frau, die von einem ihrer Kunden ermordet worden war, eine völlig alltägliche Sache. Man musste vielleicht ein wenig nachhelfen. Chavanne mischte zwei Cognac mit Wasser. Den einen trank er, dann ließ er beide Gläser auf dem Tisch stehen und wischte die Fingerabdrücke ab. Jetzt leerte er ihre Handtasche auf den Boden und verstreute den Inhalt. So, das war's. Irgendjemand hat Dominique erwürgt. Er hatte nicht die geringsten Gewissensbisse, im Gegenteil. Er war so ruhig wie nie. Zu Hause ging er zu Luciens Bett. Lucien, Leila ist tot. Chavanne ließ sich den Kopf völlig leer wieder von der Routine des Alltags einnehmen. Die Metro, der Mistral, die Hektik der Arbeit. Es begann eine derart nebelhafte Periode in seinem Leben, dass er sein Zeitgefühl verlor. Er spürte kein Verlangen mehr, sich mit der Vergangenheit von Lucien zu beschäftigen. Es genügte ihm, dass sie da war. Einen Augenblick lang hatte er sich noch für die Affäre L'Osleur, wie es die Zeitungen nannten, interessiert. Aber so, als betreffe sie ihn gar nicht. Die Polizei, die von der Cousine alarmiert worden war, tappte im Dunkeln. Er ließ das Leben laufen, zufrieden, wenn er abfuhr, noch glücklicher, wenn er zurückkehrte. Er wollte nicht wahrhaben, dass Lucien verloren war. Wichtig war nur, dass er sie für sich besaß. Diese Treue eines Körpers genoss, der vielleicht ohne Seele war, sich ihm aber nicht entziehen konnte. Mein armer Paul, du vergräbst dich immer mehr in dich. Aber nein. Lucien ist nicht zu retten, hörst du? Nach Meinung des Arztes ist es nur noch eine Sache von Tagen, bis sie... Wie will er das denn wissen? Paul, in Wahrheit hat sie uns doch schon vor langer Zeit verlassen. Schon vor ihrem Unfall war sie nicht mehr bei uns, verstehst du? Nein. Sie betrog dich, mein armer Paul. Sie betrog uns alle beide. Ich habe Beweise. Ich bin ihr begegnet. In der Nähe des Lido. Arm in Arm mit einem Mann. Du kannst dir meinen Schock vorstellen. Sie war es wirklich. Aber ich wollte genau Bescheid wissen. An den Tagen, an denen du im Dienst warst, habe ich sie beobachtet und schließlich herausgefunden, dass sie ein Appartement auf dem Boulevard Pereire bewohnt, unter einem anderen Namen. Das rätst du nie. Ketani, der Name ihrer Mutter. Sie war zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt wie ein kleiner Wüstenfuchs, der wieder in die Sahara zurückgeht. Und ich frage mich jetzt, ob sie jemals bei uns gewesen ist. Warte, das ist noch nicht alles. Sie hat sich einen etwas seltsamen Vornamen gewählt. Leila. Sicher, um ihr Metier mit größerem Erfolg auszuüben. Ihr Metier, Paul.
Das muss ich wohl nicht näher bezeichnen. Hör auf. Paul, ich muss dir jetzt alles sagen. Es war abends. Ich habe gesehen, wie sie das Haus auf dem Boulevard Pereire mit einem Kunden betrat. Sie war wie eine Prinzessin gekleidet. Ich wartete in meinem Auto. Mitten in der Nacht ist der Kerl dann davon geschlichen. Und wen sehe ich ein bisschen später weggehen? Lucienne. In ihrer üblichen Kleidung. Deine Frau eben. Aber seit einiger Zeit war sie misstrauisch geworden. Sie sieht also nach rechts und links. Sie steigt in eurem Peugeot. Und schon braust sie davon. Plötzlich dachte ich mir, so leicht siehst du dich nicht aus der Affäre, meine Kleine. Und verfolgte sie. Das ist nicht wahr. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du... Doch. Ich war es. Ich habe versucht, sie gegen den Bordstein zu drängen, um sie zum Halten zu zwingen. Aber sie hat mich erkannt und geriet in Panik und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Fast hätte ich angehalten, um mir zu Hilfe zu eilen. Aber ich dachte an den Skandal, an unsere Reputation, an dich, mein armer Paul. Deswegen habe ich mit einem anonymen Anruf die Polizei alarmiert. Du hast... Ja, ich war's. Ludovic streckte Chavan eine Hand entgegen. Doch der wich heftig zurück. Fass mich nicht an. Paul, du tust mir weh. Dass sie uns betrogen hat, ist doch schlimm genug. Aber dass sie jetzt uns beide trennt... Soll ich gehen? Ja. Verzeih mir, Paul. Aber... Ich war dir die Wahrheit schuldig. Ja, aber lass mich allein. Großer Gott, lass mich allein. Hallo? Ist da die Polizei? Hallo? Hallo? Ich möchte mit einem Inspektor sprechen. Ich habe ein Geständnis zu machen. Der Mörder von Dominique Loiseleur. Ja, Sie wissen doch, das Verbrechen in der Rue de Troyon. Der bin ich. Mein Name ist Paul Chavan. Wohne in der Rue de Rambouillet 35. Nein, es ist wahr. Mir ist nicht danach zumute, Ihnen Geschichten zu erzählen. Der Mörder bin ich. Ich habe nicht die Absicht zu fliehen, das ist doch offensichtlich. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich erwarte Sie. Zweite Etage rechts. Legen Sie sich nebenan hin. Ich kann nicht schlafen. Ich werde Wache halten. Und wenn es klingelt, öffne ich. Ich erwarte jemanden. Die Flasche ist noch fast voll. Wenn sie leer ist, rufen Sie mich. Ich tausche sie dann aus. Der Arzt hat das angeordnet. Er findet, dass unsere Kranke sehr schwach geworden ist. Seien Sie ganz ruhig. Ich bin bei ihr. Er schloss die Tür hinter ihr. Auf einmal war alles so einfach. Er ging zu Lucienne, zog seinen Ehering ab und steckte ihn ihr an den Finger. Der Ring war zu weit, der Finger zu dünn. Mit einer Hand hielt er ihn an seinem Platz und mit der anderen löste er mit unendlicher Sanftheit den Schlauch, der zur Flasche führte. Dann wartete er auf die Polizei.